Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich hier in Verrier. Das ist im Kanton Neuenburg, schon fast an der Schweizer Grenze. Da beim alten Bahnhof. Da hält, glaube ich, keinen Zug mehr. Ich bin heute unterwegs Richtung Karstquelle von der Areuse. Und dann geht's noch weiter. Aber lasst euch einfach überraschen. Jetzt geht's da vorne weiter. Soeben habe ich die Bahnstrecke überquert. Das ist die Verbindung nach Frankreich. Oben werde ich noch beobachtet. Die Verbindung nach Frankreich. Da fuhr früher auch der Anschlusszug durch von Bern nach Paris. Musste man dann in Frankreich noch umsteigen auf den TGV. Einen Blick Richtung Start. Und da weiter vorne wäre die Schweizer Grenze. Und dann kommt noch da schon in Frankreich noch eine ganz interessante Stelle mit einer Festung oder eigentlich zwei Festungen, wo der Doubs durchgeht, das ist auch ein bekannter Fluss. Und dort ist dann nachher noch eine sehr große Engstelle. Und nach dieser Engstelle kommt Beautalier. Drüben schön, wie die Kühe am Weiden sind. Übrigens, hier kam vor vielen, vielen Jahren eine ganz berühmte Armee durch, die Bourbaki-Armee. Von Frankreich ist die hier in die Schweiz eingewandert. Es gibt ein sehr berühmtes Bild, ein sogenanntes Rundbild gemalen im Bourbaki Panorama Museum in Luzern. Es ist wirklich ein sehr sehenswertes Bild. Riesengroß. Wer das noch nicht gesehen hat, der muss das fast einmal anschauen gehen. Schon wieder ein Dorf. Und da vorne ist das Val Travers. Da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, ich habe die höchste Stelle von meiner heutigen Wanderung erreicht.
Jetzt noch schauen, wie weit oben wir hier sind. Auf 1032 Meter. So, jetzt hier gehe ich wieder da runter. Schöne Gegend. Da ganz, ganz, ganz vorne sieht man Frankreich. Da, ganz unten im Tal, kommt die Areuse aus dem Boden. Da unten ist schon wieder die Bahnlinie und die Hauptstraße. Der Abstieg ist nicht so schlimm. Ich habe ihn schlimmer vorgestellt. Bis vor kurzem hatte ich noch eine Straße und jetzt habe ich da einen schönen Weg. Ich habe die Quelle der Areuse erreicht. Da vorne kommt sie aus dem Berg raus. Da kommt jetzt also die Areuse aus dem Boden raus, aus einer sogenannten Karstquelle. Die Strecke, die sie da im Boden zurücklegt, ist ungefähr 6 Kilometer lang. Die Ausschüttung vom Wasser, das da aus dem Boden rauskommt, beträgt 700 bis weit über 10.000 Liter in der Sekunde. Das ist also wahnsinnig, was da je nach Niederschlag im Wasser kommt. Die Areuse ist übrigens 32 Kilometer lang. Da vorne wird noch Wasser abgezweigt. Kraftwerk. Sobald die Areuse aus dem Boden kommt, wird sie schon gestaut. Hier vorne geht schon ein Teil in ein Kraftwerk, in den Stollen rein, Strom zu produzieren. Und der Rest fließt hier runter. Also eine kleine Menge Wasser, die da, das da rauskommt. Und da talabwärts fließt. Da schon ein kleines Kraftwerk.
das für ein Bogen ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich früher auch irgendwo zwei in der Fabrik. Schönes Dorf. Die Areus hat hier wieder sehr viel Wasser. Und da vorne wäre noch der Bahnhof, weil früher fuhr hier noch ein Zug her. Bis da. Da kommt jetzt eine Menge Wasser. Drüben diese schöne Kreisel. Das sind jetzt die letzten Bilder von der Areus. Mein Weg führt jetzt ein bisschen abseits von der Areus durch. So schön, diese Kreisel da. Und auch da geht es dann ziemlich steil hoch in den Jura rein. Ich habe Fleurier erreicht. Diesen Bach da kennen wir auch schon. Von der letzten Wanderung. So, jetzt geht es da weiter Richtung Bahnhof. So wie es aussieht, kommt da jetzt an ein Zug. Da kommt der. Restaurant Chapeau Napoleon. Und hier der Bahnhof. Und da hier hinter den Bäumen ist eine Luxusuhrenfabrik. Und zwar heißt diese Fabrik Chopin. Und die baut Luxusuhren. Ich habe also Uhren entdeckt, dort auf der Europa-Seite von der Firma. Die kosten, und jetzt haltet euch fest, 44.900 Euro. So teuer. Wahnsinn. So, jetzt bin ich da, also in Fleurier.
kommt auch viel Wasser. Sicher noch vom anderen Bach gestaut. Und da noch die Kirche. Leider ist auch da die Türe verschlossen. Oben auf dem Felsen, das ist das Chateau Napoleon, ein Restaurant. Von diesem Tal, da komme ich jetzt her. Da hinten ist die Quelle, die Karstquelle von der Areuse. Da unten Fleurier. Und hier das Tal abwärts. Es ist einfach schön. Übrigens, mein nächstes Highlight ist hier vorne. Da etwa das Schloss, was ich jetzt dann besuchen werde. Fleurier, eine große Stadt. Da unten das Gebäude, das ist von der Uhrenfabrik Champin. Und da hier vorne, das ist schon mein Etappenziel. Ich werde jetzt zwar noch zwei Highlights ansteuern. Zuerst ist das Schloss da vorne. Dann geht es wieder ins Tal runter. Und nachher wieder hoch. Und dann sollte ich noch zu einem Wasserfall kommen. Schön. Da hinten komme ich jetzt her, die Straße hoch da. Auch durch dieses Tal bin ich nach vorne gekommen. Das dort hinten entspringt ja die Areuse. Und vor ein paar Wochen bin ich diesen Hang da drüber runtergekommen. Das ist auch mein Ziel, da hier unten. So, jetzt geht's Richtung Schloss. Ja, leider ist das Schloss privat. Ich kann es nicht besichtigen. Na jetzt muss ich akzeptieren. Da hier hoch möchte ich das nächste Mal. Schaut das da hier noch an. Und auf der Schweizer Karte, auf der Wanderkarte steht gar nichts, dass da der Durchgang gesperrt ist. Heute ist zwar offen, das ist auf die Seite gestellt worden. Schöne kleine Brücke. Von da bin ich jetzt gerade runtergekommen. Und hier geht es, wie gesagt, hoch in eine ganz interessante Schlucht. Von der werdet ihr das nächste Mal dann mehr erfahren. So, jetzt geht mein Weg hier weiter. Da beginnt jetzt der nächste Aufstieg. Der letzte für heute. Das ist wieder ein steiler Aufstieg. Da unten ist unser Ziel von heute. Aber zuerst muss ich jetzt noch hoch. Puh. Dass ich zu dem Wasserfall komme.
So, ich habe den Bach erreicht. Jetzt gehen wir da hier runter, den Bach entlang. Da unten irgendwo sollte dann ein kleiner Wasserfall sein. Da oben hat es auch noch große Steine. Oh, da vorne ist eine kleine Brücke. Puh, da geht es runter, wow! Aber es ist sich wirklich wert, hier schnell hochzukommen. Leider ist die Brücke gesperrt. Oh, das ist schade. Da geht das runter. Wow. Da muss man ein bisschen aufpassen. In Wurzeln ist es relativ glatt. Da wäre es nicht schön, wenn man das Loch runterging. Sehr eine imposante Stelle. Mal runterschauen. Wow, da geht es wirklich steil runter. He? So, jetzt geht mein Weg hier weiter. Da sieht man noch ins Dorf. Schaut euch mal diesen Wasserfall an. Ist das nicht schön? Da unten noch so fast wie eine Höhle. Oh, das ist schön kühl. Wow. Mal ein Bild nach oben. Da ist ja wahnsinnig. Da ist jetzt wirklich der Wert, dass ich da noch hoch bin. Dann geht da das Wasser hier runter. So schön da oben, hä? So, nochmal ein Blick zurück zum mächtigen Wasserfall. Das war es jetzt wirklich wert. Diesen Wasserfall da oben noch zu besuchen. So, jetzt habe ich den Abstieg dann bald geschafft. Bin da eigentlich schon jetzt im Tal unten. Jetzt verabschiede ich mich vom Bach da.
für Richtung dort. Und noch ein Blick aufwärts. Jetzt geht das Richtung Dorf Mottier rein. Das ehemalige Kloster. Die Kirche. Die Altarschale noch offen hat. Dorfzentrum hier. Schöne Blumen, wenn es nicht der Fall ist, gehen wir dann Richtung Bahnhof. Das ist eine uralte Kirche, da der Friedhof. Und da vorne ist noch ein Dampfzug. Fährt er gleich ab. Beenden da vorne die Wanderung von heute. Da noch schöne Blumen. Ist schön da vorne. Ganz schön.
Ecken. Und da vorne ist schon der Bahnhof in Sicht. Unser heutiges Etappenziel. Jetzt noch zu meiner aufgezeichneten Wanderstrecke.